Und damit herzlich willkommen zurück zu Pocket Mirror. Gucken wir mal. Oh. Hatten wir es mit Controller gespielt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube ja. Oh Gott. Du musst nur dein Schicksal erfüllen, Mist. Ich gebe zu, ich habe ein paar Tage wieder nicht gespielt. Oh mein Gott, wir sind das letzte Mal mehrfach gestorben dabei, ne? Wir verbrennen die. Oh mein Gott, ich habe jetzt gleich alle verbrannt. Einmal alle. Jetzt komplett lost. Hast mein Leben so sehr, ne? Aber laden das hier mal. Also. Ich check's nicht. So, nochmal lesen. Aha. Aber die immer lügt, war es aber halt auch nicht. Was auch noch keinen Sinn ergibt. Madeline war es. Dorothy sagt immer die Wahrheit, schluchzte Mabel. Den Zauberstab gestohlen. Wir haben die hier verbrannt. Wir haben schon einige verbrannt hier drin. Oh mein Gott! Alter. Warum? Warum mache ich das mir eigentlich? Warum gebe ich mir das jedes Mal? Frage ich mich jedes Mal. La 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 la. Bestimmt. Ich habe die jetzt gleich eh alle verbrannt. Ich habe doch alle jetzt verbrannt, oder nicht? Bin ich jetzt doof? Die in der Mitte, die in der Außen. Ich habe doch alle verbrannt dann einmal. Isabella hat gelogen. Na gut. Danke, Isabella. Göttliche Strafe hat die Schuldige getroffen. Muss hier irgendwo auf der anderen Seite sein. Und was hat mich erschreckt? Bist du ins einzige Hoffnung, Miss? Okay. Try my best. I don't succeed. So wie Isabella. So. Nachdem wir alles gefailt haben, was gefailt war, möglich ist. Benutzen. Oh, die Irre und so ja auf ihren. Es ist so dunkel. Und die Irre uns hier eingeschlossen hat, eine Schere.
Rostige Schere. Vielleicht komme ich ja damit hier raus. Schon wieder diese Notizen. You took my most precious belongs from me. It's only fitting I do something. Hahaha. Frag mich, wer so etwas geschrieben haben könnte. Das frage ich mich auch jedes Mal. Aus dem Spiegel kommen Haare. Die Oberfläche des Spiegels leuchtet ein geisterhaftes Licht. Okay, hat nichts Wichtiges zu bedeuten. Ciao. Was war das? Keine Ahnung. Wollen wir nicht rausfinden? Wir gehen. Ach, die machen wieder hier einen entspannten. Objekt. Schere. Verknüpfung zu A. Ha. Kürbis, das... Hier ist es gar nicht so schlimm, oder? Naja, so schlimm ist es nicht. Kann ich dir helfen? Muss irgendwie auf die andere Seite. Ja. Komme ich aber nicht. Und hier gibt es ja auch. Legt in der Ecke. Oh, Kürbis zusammengefunden. Ich helfe, tu nicht so, als wüsstest du es nicht. Wir sind alle froh, dass du hier bist, Miss. Ich kann es kaum erwarten. Mein altes Schaukelpferd steht schwach auf seinen kaputten Hufen und muss an der Wand lehnen. Was soll ich nur tun? Ich komme nicht raus. Willst du denn raus? Ich dachte, du bleibst hier bei uns. Ich bleib hier nicht. Bitte, Miss, verlass uns nicht. Wir brauchen dich, Miss. Nein. Du musst bleiben. Du darfst nicht gehen. Ich muss von hier weg. Soll ich ausschlagen? Ich will hier nicht bleiben. Aua! Oh! Du darfst ihn nicht töten, Mist. Du musst sie retten. Benutzen. Was? Geht denn bei denen ab? Soll ich auch machen. Was ist das für ein Ort? Hölle. Geliebte Gärten. Oh, hi. Oh. Erhöhten Eindruck, ich hätte nicht gedacht, dass du so weit kommst. Mr. Pumpkin, wo bin ich? Oh, ich weiß nicht, meine Liebe, wir könnten überall sein. Oh, super. Du bist wirklich ein was Besonderes, Miss. Wie meinst du das, Mr. Kürbis? Warum fragst du nicht die Prinzessin? Sie brennt bestimmt darauf, dich zu sehen. Leidenschaft. Mich irgendwo in irgendeinem Backofen zu brennen zu sehen. Das hat sie wohl eher. Es ist Flatter. Boah, ich würde auch behaupten. Diese Statue kommt mir bekannt vor irgendwie. Was ist nur mit der Statue passiert? Ja, kaputt geklatscht worden.
schon von der Rotzgörre. Fleter und die Agilette, Alter. Agilette, die Kokette. Was ist das? Warum steht hier eine Statue von mir? Ah, wollen wir das wissen? Ah, super. Fleter, willkommen zurück, Miss. Nein. Fleter, ich muss mit dir reden. Reden? Weswegen? Ich muss wissen, was los ist und ich weiß, dass du es weißt. Wie bist du aus dem Dachboden entkommen? Ich sag schon, Miss, wie bist du entkommen? Fleet, hör mir zu, bitte. Hör mir zu. Sag mal, Miss, spielst du noch ein letztes Spiel mit mir? Bitte, bitte, keine Spiele mehr. Ich will... Lass uns mein Lieblingsspiel spielen, ja? Was hat die gemacht? Die hat meinen Bildschirm kaputt gemacht. Wenn du gewinnst, verrate ich dir alles, was ich weiß. Verlierst du? Sterbe ich. Weißt du vermutlich schon, was passieren wird. Versprichst du es mir? Du wirst mir sagen, was hier vor sich geht? Aber natürlich, ich habe dich jemals belogen. Ja. Los, lass uns spielen. Jetzt ist, sobald die Musik aufhört, schnell auf den Stuhl, in den du A drückst. Pass auf, dass du nicht leer ausgehst, sonst verlierst du und du weißt wahrscheinlich, was dann passiert. Gottes Willen. Also das Spiel jetzt schon. Alle Matsche. Oh mein Gott. Tschüss. Tschüss. Oh Gott. Bitch. Ha! Ich hab gewonnen. Was ist das? Fleter. Bin mir sicher, das reicht, Fleter. Und jetzt bitte, du hast versprochen, du würdest mir... Nein. Ich lass dich nicht gehen. Du kannst mich nicht verlassen. Fleter. Beruhe. Okay, ich hab die Audio vergessen die ganze Zeit. Warum willst du nicht verstehen, dass du mir gehörst? Kannst du das nicht sehen? Das alles ist für dich. Und doch, warum willst du es nicht erkennen? Warum will ich was nicht erkennen? Dir sollte doch mittlerweile klar sein, wie überlegen ich bin. Ich werde dich nicht gehen lassen müssen. Komm, was wolle. Egal, ob ich gewinne oder verliere. Peter, ich verstehe nicht. Warum sollte ich diejenige sein, die verschwindet? Was genau kannst du nicht verstehen? Du wolltest deine Spielkameraden, wolltest von Anfang an nicht mit mir befreundet sein. Warum sollte ich also im Unrecht sein? Genug. Igelette, was willst du? Das reicht jetzt, Fleter. Was sagst du da? Unterbrich mich nicht. Du weißt, dass das nicht fair ist, Igelette. Genug. Nein, das reicht nicht. Was geht hier vor sich? Was ist mit dir los, Igelette? Stehst du jetzt auf ihrer Seite? Sie ist hier. Schimpfst du mit mir? Was hast du mit Igelette gemacht? Nichts. Ich habe gar nichts gemacht. Das ist alles deine Schuld. Warum musst du? Ruhe.
Sei still, Flitter. Sprich nicht in diesem Ton mit mir. Meine liebe Flitter, hör mir gut zu. Erinnerst du dich noch unserer geliebten Garten? Wovon redest du? Erinnerst du dich daran, wer du bist, Flitter? Erinnerst du dich daran, wer ich bin? Ein Kilette, sei einfach still. Du Zeit, mit den vielen kleinen Lügen aufzuhören, Flitter. Lügen? Welche Lügen? Flitter, das bringt mich so zu tun, als ich weiß nicht, wovon du redest. Es wird Zeit, dass du uns aus diesem Käfig befreist, Flitter. Nein! Genug ist genug. Nein! Ich werde diese Farce nicht mitspielen. Nein, warum tust du? Du hast nicht das Recht, mir das anzutun, Egelette. Wer sind wir, Flitter? Ich bin die Prinzessin und du bist die Königin. Bring mich nicht dazu, die Beherrschung zu verlieren, du dumme Pappe. Nein, hör auf damit. Ich sag, hör auf damit. Was ist denn, Flitter? Warum weinst du? Bitte, Egelette. Egelette. Dreh dich doch um, Flitter. Ist das wirklich, was du willst? Wolltest du wahrgenommen werden? Egelette, das ist... Es ist Zeit, loszulassen. Das verstehst du doch sicher. Nein, ich verstehe es nicht. Hör auf, sowas zu sagen. Du machst mir Angst. Was hast du vor einer mickrigen Puppe zu befürchten? Du bist deine keine Puppe, du bist die Königin. Egelette. Bitte auf zu lügen. Wahrhaftigkeit ist eine Tugend in dieser Welt, die zu Hause war. Es wird Zeit, Abschied zu nehmen. Warum spendest du nicht stattdessen? Ich gehe nicht weg. Das ist mein Königreich und du bist meine Königin. Ich befehle dir, hier zu bleiben. Nein, Flitter. Ich bin lediglich eine deiner Lügen. Das werde ich auch immer bleiben. Egelette. Vergiss mich hier auszusprechen. Wir können einen anderen Weg, so viel Egoismus zu überwinden. Wir sind einer Meinung, was unsere Prinzessin betrifft, nicht wahr? Egelette, das ist nicht... Egoismus? Sie interessiert sich doch nur für sich selbst. Unsere Wege müssen sich jetzt leider trennen. Dass du hier bist, hat einen Grund. Und Flitty ist nur ein kleiner Teil davon. Das weißt du genauso gut wie ich. Nein, Egelette, wovon redest du da? Sie geht nirgendwo hin. Das ist nicht Flitters Traum und es ist auch nicht meiner. Es bringt nichts, sich wertlose Illusionen zu verlieren. Egelette, aber alles... Du hast das alles zu verantworten. Du bist an allem schuld. Jemand wie du kann gar nicht wissen, wie es ist, zurückgelassen zu werden. Jemand wie du. Jemand wie du sollte einfach verschwinden. Na, lass mich in Ruhe, Alter. Nein. Gildet. Bitte, ich flehe dich an. Bitte behalte Flitter immer in deinem Herzen. Das überlege ich mir noch dreimal. Die doofe Kuh. Die will man nicht im Herzen haben. Flitter, du hast mir gesagt, wir wären Freundinnen. Ach, scheinbar ja nicht, ne? Hasenloch. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dann, ihr Lieben.